So, der windige Schwindler war ja gleich hier vorne. Können wir uns da mal ein bisschen umschauen und gefahrlos rasten. Weil im Rasthaus können keine Wölfe einen überraschen wie hier draußen. Wäre zumindest recht komisch. So, oh, das sieht ziemlich edel aus hier. Und wer bist denn du? Du gehörst hier nicht hin, oder? Ja. Die haben es mir ganz schön gegeben, diese Halboger. Halboger? Eine Gruppe von ihnen rottet sich in den Bergen südwestlich von hier zusammen. Wenn ihr für etwas Gerechtigkeit sorgen könntet, würde das meinen Stolz guttun. Oh, er scheint auch ein Abenteurer zu sein. Süd-südwestlich, hat er gesagt. Hm, na gut. Merken wir uns mal. Ja, ja. Jetzt weiß es bald jeder. Alle zeigen mit dem Finger auf mich. Der alte Gurke hat sich im Mantelwald von einer Bande armseliger Tassleu den Umhang vom Leib stehlen lassen. Ja, ja. Ich kann schon nicht mehr hören. Und wenn noch einer diesen blöden Witz darüber macht, dann serviere ich ihm seine eigene Leber zum Abendessen. Und jetzt geht weiter, damit die anderen in der Schlange auch mal lachen können. Im Mantelwald eine Gruppe Tassleu, die einen Umhang geklaut haben. Den werden die bestimmt noch haben. Okay. Ja, wir haben sehr viel zu tun. Bei mir ist das Bier billig. Hallo Freunde, seid willkommen. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Versucht nun nicht, die Einheimischen gegen euch aufzubringen, in Ordnung? Das sind ohnehin schon schlimme Zeiten genug. Und das Letzte, was die Leute brauchen, ist noch mehr Ärger, als sie ohnehin schon haben. Was kann ich für euch tun? Wir wollen schlafen wie ein Händler. Das hat schon ein bisschen was geheilt. Kommt noch ein Heilzauber hinterher und das müsste eigentlich schon reichen. Ja, schaut doch gut aus. So, bevor wir noch irgendwelche Quests bekommen oder Hinweise, die uns ablenken könnten, gehen wir erstmal weiter. Wir können ja später immer noch zurückkommen. So. Jetzt ist die Frage, gehen wir nach Nashkel weiter oder bringen wir erstmal die zwei Quests zurück? Ja, wir können jedes bisschen Gold gebrauchen. Außerdem haben wir die zwei dann schon mal hinter uns und müssen nicht mehr dran denken. Also zurück zum freundlichen Arm. So. Das heißt, es war einmal in der Taverne. Im ersten Stock wollte er die Gürtel haben, oder den Gürtel besser gesagt haben. Mal gucken, welchen von beiden er überhaupt haben will und was der andere kann. Und im zweiten Stock war die Zwergin, die die Toten spinnen wollte. Und die Schuhe und den Wein natürlich. Ja, mal schauen, was das so bringt. So oder so, selbst wenn die Ausrüstung, die man bekommt, nicht besonders gut ist, die Erfahrungspunkte müssten gut sein. Und davon können wir auch ein paar gebrauchen. Denn bis zum Level-Up sind es immer noch 1250. Also fast Halbzeit. So, rein da. Ich bin ganz ohr. Alle Mann hoch da. Ein seltsamer Kerl, nicht wahr? Ach, ihr stinkt jetzt noch nach ihm. Ich gebe euch 10 Goldmünzen für die Wiederbeschaffung des Riemens und weitere 60, wenn ihr die nächste Badeanstalt auswendig macht. Ja, sehr charmant. Oh, Level Up. 800 Erfahrungspunkte gab das. Das ist doch ordentlich. Also 800 für die Gruppe oder 800 für jeden? Ah, für die Gruppe. Er hat 200 mehr als vorher. Aber trotzdem in Ordnung. So, Jahira hat ein Level Up. Oh, gut viele Lebenspunkte mehr. Aber ansonsten nix. Ja, sie ist jetzt Stufe 2 Kämpfer und Stufe 2 Druidin. Das heißt, sie dürfte eigentlich schon mal gut was aushalten jetzt. So, auf zum zweiten Stock.
Vielleicht levelt nach der Quest ja noch jemand. Weil die war ja ein bisschen schwieriger als ein Oger zu töten. Die vier Spinnen hatten es echt in sich. Ah, ich bin froh, dass ich wieder nach Hause kann. Bentley ist ein netter Mann, aber man soll Hilfsbereitschaft nie zu sehr unterstützen, zu sehr ausnutzen. Hier sind die 120 für eure Mühen. Ich nehme euch die alten Stiefel eben ab. Okay, das gab nur 300 Erfahrungspunkte. Aber dafür mehr Gold. So, 377 Gold haben wir inzwischen. Und noch 1000 Erfahrungspunkte, die fehlen. Na gut. Das heißt, unser nächstes Ziel ist da unten. Na gut, dann melde ich mich wieder, wenn wir da angekommen sind. Wir sind jetzt hier ohne Zwischenfälle in dem Gebiet südlich von Beregos angekommen und unser Plan ist es, an der Straße entlang Richtung Naschkel zu gehen. Es soll jetzt zwar Banditen geben, aber das werden ja gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen bekommen wir gute Ausrüstung und zum anderen machen wir das Gebiet ein bisschen sicherer. Sofern die Banditen denn nicht allzu zahlreich und stark sind. Aber das müssen wir halt ausprobieren. So, hier schön die Straße lang. Gut genug ausgerüstet müssten wir eigentlich sein. Ein paar Heiltränke haben wir auch noch für das Schlimmste. Ausgeruht sind alle Charaktere auch. Das heißt, Jaira hat ihre zwei leichten Heilungen. Gerugon hat seine Hand auflegen. Okay. Wer bist denn du? Du bist kein Räuber. Du bist ein Ogrillon, also ein Halboger. Von denen haben wir doch gehört, dass sie südlich der Stadt sein sollen. Und da ist schon mal ein Opfer von ihm. Na gut. Dann schießt Imran schon mal. Imran schießt schon mal drauf. Jahira segnet uns. Und der Rest geht hier in Formation. Ist schon in Formation. Okay. So, rauf da. So. Das schaut doch gut aus soweit. Jupp. Vorbereitung ist alles. Oh, da ist noch einer. Ja, vor allem in diesem Levelbereich, also Level 1, bringt Segnung sehr viel. Also ein Punkt mehr auf den ETW 0. ETW 0 ist die Chance zu treffen auf einem W20. Das wird dann natürlich die Rüstungsklasse modifiziert, aber ein Punkt ETW 0 in Level 1 macht schon sehr viel aus. So, beide tot. Hätten nicht besser laufen können. Keiner hat einen Kratzer abbekommen. Und was haben wir hier? Liebste Mirianne, die Straßen waren sehr schlecht, aber schließlich bin ich wohlbehalten hier in Ammen angekommen. Ich glaube, es ist das Klügste, wenn ich, nachdem der erste Schnee gefallen ist, per Schiff nach Hause fahre. Ich hoffe, dass sich dieser Brief erreicht. Der Halbling, dem ich ihn mitgegeben habe, hat auf mich einen recht zuverlässigen Eindruck gemacht. Auf immer und ewig Ro. Oder Rö. Ist das da am Boden jetzt der Halbling oder der Rö? Sieht eher wie ein Halbling aus, ne? Das heißt, wir könnten auch diesen Rö suchen. Oder besser gesagt, auf ihn achten auf unseren Reisen. Und ihm den Brief dann zurückgeben. Das wäre eine schöne Geste, passend zu einem Paladin. So. Aber weiter die Straße entlang. Soweit liegt das ja ganz gut. Und 175 Erfahrungspunkte für einen einzigen davon. Ja. Und die werden auch stärker sein als unter hergelaufene Bandit. Banditen sind ja schließlich Menschen, die sind nicht so stark und zäh wie Oger oder Halboger. Was haben wir da? Naschkel im Süden. Ja, das klingt doch gut. Wer bist denn du? Söldner der flammenden Faust. Ihr da, ihr seid wegen Bandenmitgliedschaft und Straßenraub verhaftet? Wir wissen, dass ihr zu der Bande gehört, die die Küstenstraße terrorisiert. Ergibt euch oder es gibt Ärger. Nanu? Ihr habt die Falschen erwischt. Wir gehören zu keiner Räuberbande. Wirklich? Und warum sollten wir euch glauben? Ja, das ist ein gutes Argument. Wir sind schließlich schwer bewaffnet. Also, wir haben alle Rüstung an und Waffen und so weiter. Und sind in der Gruppe unterwegs. Sieht schon wie eine Räuberbande aus, ne?
Naja, wegen meines netten Lächels und meiner ehrlichen Art? Nee, das nehmen wir mal nicht. Mein Herr, wir wollen wirklich keinen Ärger. Genau wie ihr suchen auch wir die Gegend nach Räubern ab. Ja. Ihr jagt also die Räuber. Wer hat euch denn damit beauftragt? Oder macht ihr es aus reiner Menschenliebe? Naja, eigentlich machen wir es eher, weil wir Gold und Ausrüstung brauchen. Aber Menschenliebe klingt auch gut. Wir werden von niemandem bezahlt. Wir sind Abenteurer und wollen den Menschen an der Schwertküste nur helfen. In Ordnung. Vielleicht habe ich mich ja bei euch geirrt. Ihr könnt jetzt gehen. Er hat sich nicht mehr entschuldigt dafür, dass er uns vorgeworfen hat, ein Bandenmitglied zu sein. Aber gut, sein Job wird auch nicht der einfachste sein, wenn er hier alleine in der Nacht durch die Gegend streifen muss. Obwohl die Söldner der flammenden Faust sind ziemlich gut ausgebildet. Also vom RP her, der Hintergrund von denen ist halt, dass sie... Was war das? Ich habe garantiert irgendwo so ein Rarr gehört. Ah, Hobgoblins. Na komm. So. Also ja, die Söldner flammenden Faust sind relativ stark und die kommen auch, wenn man Verbrechen begeht. Also wenn wir jetzt einen bösen Charakter spielen würden, dann würden wir die noch ein paar Mal öfter sehen. Immer hat gar keine Rüstung, ne? Ja, fällt mir jetzt erst auf. Können die Helme tragen? Nee. Okay. So, die Stabschleuder kann auch weg. Schmuck zu Immun. Die steht hier auf Glitzerkram. So. Ganz viel unerforschtes Gebiet. Aber wir wollen erstmal nach Nashkel. Ich habe zwar am Anfang auch gesagt, dass ich mich nicht drängeln lassen will, aber hier muss man relativ schnell nach Nashkel. Denn Khalid und Jahira haben halt den Auftrag schon quasi angenommen. Und wenn wir nicht schnell genug dahin gehen, dann fangen die an zu meckern. Und ich glaube, die verlassen auch irgendwann die Gruppe dann. Und das wäre ja nicht so praktisch.